Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir wollen jetzt mal in das Wochenendorakel reinschauen, also was denn am Wochenende Schönes aufs Kollektiv zukommt, und zwar vom 7.6. bis zum 9.6. So ist der Zeitraum für das Wochenende. Und da gucken wir jetzt hier mit verschiedenen Kartendecks. Also ich weiß nicht, ich liebe dieses Orakel, das Everyday Witch Tarot. Ich habe das gerne hier dabei, und das Leclerc, das habe ich auch gerne dabei. Ne? Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich das so oft nehme in letzter Zeit. Also irgendwie liebe ich das total. Ja, ich hoffe, es geht euch soweit gut, ne, dass ihr gesund seid soweit. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal hier rein. Das Wochenende soll ja total schönes Wetter werden. Also wir haben uns umentschieden, wir gehen woanders hin. Wir gehen nicht aufs Erdbeerfeld, sondern wir gehen auf Karls Erdbeerhof, nämlich hier in Döbeln. Und da werden wir da mal hingehen, und da werden wir auch mal Erdbeeren naschen. Mal gucken, ich kenne mich jetzt da noch nicht aus, wir waren da noch nie gewesen. Ne, aber wir werden auf jeden Fall uns vergnügen und Erdbeeren mitnehmen. So, ich weiß nicht, was ihr am Wochenende macht. Wenn ihr das gerne möchtet, könnt ihr das mal reinschreiben in die Kommentare. Nur wer natürlich mag, ne? Also ihr müsst das jetzt nicht. Und ja, ich würde sagen, ich quatsche jetzt nicht länger hier rum. Ich gucke jetzt einfach mal, was das Kollektiv, was aufs Kollektiv zukommt. So, das sind die Kipperkarten, meine eigenen. Mal gucken, was die jetzt hier sagen. Was kommt denn hier am Wochenende, den 7.6. bis 9.6. aufs Kollektiv zu? Also ich weiß nicht, irgendwie haben wir in der letzten Zeit immer das Gefängnis irgendwo dabei, ne? Dass man sich in einer Sache gefangen fühlt. Naja, also am Wochenende könnte es hier für dich irgendwie ein Treffen geben mit jemand. Vielleicht triffst du mehrere Menschen, ne? Vielleicht auch im Freundeskreis, und in irgendeiner Sache wird man sich da gefangen fühlen. Also so ein bisschen eingesperrt. Was sagen denn die Schutzengel von Kai Quay? Okay, die Liebe ist natürlich auch dabei fürs Wochenende. Ich will aber mal noch eine Karte. Wochenende. Es geht auch am Wochenende um die Selbstakzeptanz und um die romantische Liebe und Verbundenheit. Okay. Gut, vielleicht triffst du dich am Wochenende auch hier mit einem Gegenüber, mit einem Menschen, der dir wohlgesonnen ist, der, naja, wo halt schon so eine gewisse Liebe mit dabei ist. Na? Und was sagt das schamanische Traumorakel? Das sagt in der Hand. Das Universum ist am Wochenende dein Partner. Und wir haben hier das Moosweiblein, die Flexibilität. Also du sollst dich am Wochenende hier einer Situation anpassen. Das Universum wird dir hier helfen in einer Sache. Hier kommt eine romantische Liebe am Wochenende auf dich zu. Du wirst dich verbunden fühlen. Ne? Vielleicht bist du auch mit deinen Liebsten irgendwo unterwegs. Das kann eine Gegenüberenergie sein. Das kann andere Personen sein. Das können Freunde sein. Aber in irgendeiner Sache fühlt man sich noch gefangen, ne? Und eingesperrt. Und ich fragt das zwar so selten sonst, aber ich werde jetzt nochmal mit den Kipperkarten fragen, in was man sich eingesperrt fühlt. Also was ist der Knast hier am Wochenende? Aha, okay. Du weißt hier nicht so richtig, was für eine Entscheidung du treffen sollst am Wochenende. Also es kann natürlich auch sein, dass hier auf der einen Seite sich Freunde mit dir treffen wollen und auf der anderen Seite aber auch dein Liebster oder deine Liebste, ne? Also der Mensch, der dir wichtig ist. Und du kannst dich vielleicht nicht so richtig entscheiden. Ich würde mich ja gerne mit meinen Freunden auch mal treffen, was unternehmen, aber ich würde mich auch gerne mit meinem Schatz treffen oder so, ne? Ja, also da wirst du noch eine Entscheidung treffen müssen. Also ganz so extrem schlimm scheint dann der Knast hier nicht zu sein. Ne? Okay, fragen wir mal weiter. Was sagt das Everyday Witch Tarot fürs Wochenende? Meine Güte, die Karten, die fliegen ja noch so. Sorry, wenn ich noch nicht rede.
Ich gucke gerade, was hier mir für eine Geschichte hier erzählt wird. Okay, mein Lieben, jetzt geht's los. Der König der Schwerter zeigt sich am unteren Kartendeck. Manche werden jetzt sagen, ne? Weil der König der Schwerter, das ist eine Person, also das ist ein Mensch, der schon sehr klar ist, der aber auch sehr zurückhaltend und kühl sein kann, ne? Dieser Mensch, um den könnte es hier am Wochenende gehen. Es könnte aber auch, wenn es nur um die Energie geht, um die eigene Klarheit gehen. Ja, und da sucht man sich noch irgendetwas aus. Man denkt hier über die Wünsche dieses Königs nach oder vielleicht auch dieser König über dich. Na, was man hier in deine Richtung machen soll. Und es soll schon was erfolgreich werden. Also hier kann eine erfolgreiche Kommunikation auf dich zukommen, eine Kommunikation, die dich halt hier auch erfreuen wird. Aber alle Achtung, hier ist eine toxische Energie dabei. Na, hier ist eine toxische Energie dabei und auch eine gewisse Leidenschaft. Ja, und das könnte ja am Wochenende auch noch auf dich zukommen. Dann sehe ich hier dich als die Königin der Münzen hier am Wochenende. Und oder halt die Energie, dass du hier wirklich stabil bist, dass du in deiner Mitte bist, ne? Dass du hier ja vielleicht auch arbeiten gehst. Also so ein bisschen habe ich das ja auch mit drinne. Du bist halt in einer ganz guten und stabilen Energie am Wochenende. Und aber hier mit den sechs der Münzen. Nee, doch, das ist die sechs der Münzen. Ich habe jetzt erst gedacht, das sind die sechs der Kelche. Mit den sechs der Münzen sehe ich halt, dass hier etwas ins Gleichgewicht kommen soll, ne? Weil irgendjemand wird hier noch am Wochenende was abwehren. Ja, jetzt geht es darum, bist du das oder ist das hier ein Mensch? Ne? Vielleicht wehrst du hier eine Person ab oder vielleicht wehrt eine Person dich ab, weil ich habe hier das Ass der Münzen. Es geht hier eigentlich um eine Chance auf das innere und äußere Glück. Aber irgendwie wehrt man das noch ab. Man verteidigt sich hier. Na, man verteidigt sich hier. Entweder ist es halt wirklich so, wenn es hier am Wochenende um Gleichgewicht in einer Situation geht, naja, wenn wir das hier oben haben, die Zusammenkunft, und man kann sich noch nicht so richtig entscheiden, für was man sich entscheidet am Wochenende, ne, dann sehe ich hier, irgendeine Chance wird hier abgewehrt am Wochenende. Also irgendwas wehrt man ab. Irgendwas lässt man nicht so an sich heran. Und dann sehe ich hier noch, geht es hier am Wochenende um Freunde, ne? Vielleicht gehst du hier irgendwo hin, vielleicht geht ihr feiern, vielleicht macht ihr irgendwo eine kleine Gartenparty oder generell eine Party. Und da geht es hier darum, eine Lösung zu finden. Vielleicht möchtest du aber auch generell hier Gleichgewicht am Wochenende in eine Sache reinkriegen und ganz einfach jetzt mal eine Situation wandeln. Das kann im freundschaftlichen Bereich sein. Das kann aber auch sein, dass du hier irgendwie vorhast, etwas anders zu machen, als du es vielleicht auch bisher immer wieder getan hast. Ne? Vielleicht auch mit einer Gegenüberenergie. Und was ich halt, jetzt muss ich erstmal, wo waren das jetzt drauf? Die sechs der Schwerter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, lag die jetzt hier? Bestimmt. Ja, es geht hier um Geduld, ne? Geduld. Du hast vielleicht schon lange Geduld in eine Sache reingesteckt. Das kann mit einem Freund sein, in einer Freundschaft. Das kann mit mehreren Menschen sein. Und da hast du immer wieder Geduld und nochmal Geduld reingesteckt und hast gehofft, dass mal irgendwas draus entsteht. Ja, und du sagst dir, jetzt muss ich erstmal was wandeln. Jetzt muss erstmal hier eine Lösung für diese Sache gefunden werden. Ja, und du weißt halt auch nicht mehr so richtig, ob du noch die nötige Energie dafür hast. Was ich hier sehe allerdings, das ist, dass du hier am Wochenende auch noch etwas planen wirst. Du gehst hier mit einer gewissen Strategie vor in einer Sache. Das kann mit einer Freundschaft zu tun haben oder mit einer Zusammenkunft. Und man ist hier sehr, sehr nachdenklich, wie man hier mit einer gewissen Strategie vorgehen soll, ne, was man hier unternehmen soll. Und dann sehe ich hier auf jeden Fall. Ja, man versucht hier trotz alledem, dass hier jemand so ein Stück weit immer etwas abwehrt, ja, und man hier auch immer wieder so in Verletzungen gedrückt wird oder in den Liebeskummer, versuchst du hier dich zurückzulehnen und dann einfach zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier ruhig, ich bleibe jetzt hier in meiner Mitte, ne? Genau, so, ja. Ja, das ist schon eine krasse Energie am Wochenende. Du versuchst halt hier wirklich Gleichgewicht in den Dingen zu finden. Ja, du würdest dich gerne hier treffen, aber du musst immer wieder Geduld reinstecken in der Sache, damit das überhaupt kommt, was du hier wirklich umsetzen möchtest. Na?
Ja, ein Angebot. Hier kommt ein Angebot, du wirst mehr Klarheit bekommen, du bist nachdenklich. Vielleicht wirst du aber auch ein sicheres Angebot machen oder ein Mensch macht ein sicheres Angebot dir in deine Richtung. Ne? Ja, hier soll halt wirklich die Zufriedenheit reinkommen, ne? Dass man hier nicht immer so gebissen wird, sondern dass man sieht ja hier wie die Katze auf den Krebs, ne? Und der Krebs, der kann jederzeit zuschnappen. Man hat vielleicht auch so ein Stück weit Angst, hier Verletzungen davonzutragen, wenn du vielleicht auch in die Richtung eines Menschen irgendetwas machst. Ja, aber ich sehe halt hier auch am Wochenende, ja, man ist ganz einfach hier traurig. Ne? Irgendjemand ist hier traurig, vielleicht ist das hier dein Gegenüber und du kommst hier immer wieder mit Gefühlen, mit Liebe, willst diesen Menschen was geben, aber der Mensch will das nicht sehen. Der hat schon hier, ne, der hat schon hier ein paar Becher vor sich, vielleicht ist es auch jemand, der gerne was trinkt, aber dein Becher will er halt nicht so richtig annehmen. Und das bringt dich immer wieder in den Kummer, in eine Verletzung rein. Ne? Du, ja, irgendwas verletzt hier so dein Herz. Ne? Weil jemand hier vielleicht auch in irgendeiner Sache nicht so zusagt. Es kann wirklich sein, dass du dich mit diesen Menschen treffen möchtest hier am Wochenende. Und dieser Mensch, ja, der sagt halt, ich weiß es noch nicht. Ne? Dieser Mensch kann sich vielleicht auch manchmal nicht richtig entscheiden. So. Arbeitstechnisch habe ich hier auch Gleichgewicht, aber auch da wird etwas abgewehrt. Ne? Vielleicht machst du hier irgendwas Neues, und aber irgendjemand wehrt noch was ab. Das kann ja auch ein Kollege sein. Man versucht vielleicht dann hier gerade was im Kollegenbereich zutrifft oder generell mit anderen Menschen hier eine Situation zu wandeln, dass auch hier irgendwie mehr reinkommt, Wachstum. Wenn du vielleicht selbstständig bist, ne, kommt da vielleicht nicht groß irgendetwas und du hättest vielleicht auch gern mehr Gespräche, mehr Menschen, aber irgendwie, ne, denkst du, jetzt muss ich doch mal wirklich was wandeln hier. Ja, und hier bist du auch am Wochenende sehr nachdenklich, gehst mit einer gewissen Strategie vor, was vielleicht auch mit der Arbeit zu tun hat hier, ne, Freitag, Samstag, Sonntag, also wenn du vielleicht Freitag und Samstag arbeiten musst, du versuchst hier irgendwas zu planen, vielleicht auch nochmal ein Gespräch, vielleicht möchtest du auch nochmal mit Kollegen hier reden oder du bist selber nachdenklich, was man hier unternehmen kann, damit hier überhaupt so eine gewisse Sicherheit in eine Sache reinkommt, ne? Und auch hier sehe ich, egal was du am Wochenende auch hier versuchen wirst, so ein Stück weit, irgendjemand will das nicht ansehen und das tut dir halt auch weh. Ne? Also irgendjemand wehrt das, diese Dinge ab, egal was du hier machst am Wochenende. Ja. Ach, tut mir leid, meine Lieben, dass ich euch da so eine Energie wieder reingeben muss. Aber ihr wisst, ich rede nichts schön, ich sage halt wirklich so, wie es ist. Ne? Okay, da gucken wir mal noch, was die Lennys sagen, ob die noch irgendwas für euch haben, was wichtig ist. Und da habe ich hier das Buch. Okay. 7.6. bis 9.6. Wochenende. Das Kreuz. Das Kreuz. Und die Vögel. Okay. Ja, um was soll es halt gehen, anders als die Liebe, ne? Es geht hier nun mal am Wochenende um das Herz, um die Liebe, da was erfolgreich zu machen in einer Verbindung, ja? Aber irgendwie scheint es immer wieder, dass du hier gewandt wirst, dass du hier so ein bisschen verletzt wirst, ne? Vielleicht kann hier aber auch was Plötzliches kommen mit der Sense. Und der Bär, der hat jetzt so richtig an der Sense geklebt. Ne? Vielleicht hängst du hier auch noch an einem Thema aus der Vergangenheit. Das sehe ich hier auch und versuchst hier wieder Glück und Frieden reinzubringen. Aber irgendwo ist hier etwas, was immer wieder blockt. Und innerlich sehe ich hier, dass dich ein neues Kapitel belastet. Also irgendetwas belastet dich hier im Inneren. Ne? Vielleicht sagst du es hier nicht. Du hoffst halt hier, dass sich etwas erfüllt für dich am Wochenende, dass hier ein Wunsch in Erfüllung geht. Du denkst hier so ein bisschen über deine Träume nach. Wir haben hier auch so ein bisschen was Schicksalhaftes mit drinne am Wochenende. Ja, irgendwelche Belastungen hast du am Wochenende. Ne? Vielleicht wird dir aber auch klar, hier am Wochenende mit dem Stern,
Vielleicht wirst du dir selber über Belastungen auch klar, warum dich hier so eine Sache belastet. Das kann mit einem Freund sein, das kann in der Freundschaft sein, mit jemandem. Ne? Das könnte dir am Wochenende klar werden. Du denkst vielleicht hier irgendwie nach am Wochenende, warum ist das so, warum macht er das oder warum macht sie das? Ne? Also irgendwas Karmisches ist hier mit einem Freund oder etwas, was dich halt sehr belasten könnte, ja, mit einer Freundschaft. Es kann aber auch sein, dass es hier wirklich um eine Treue geht, aber ich habe es hier überwiegend in der Freundschaft drinne liegen, ne? So, und da hält man hier an Unruhe fest. Also irgendwie bist du total hippelig und zappelig und total unruhig, was ich hier sehe noch am Wochenende. Also da spielt hier eine gewisse Unruhe für dich mit. Na, und das kann wirklich mit einer Freundschaft zu tun haben, weil dich das hier belastet, diese ganze Sache. Du willst Klarheit haben. Ja, kommt hier noch mal ein neues Kapitel? Kommt hier überhaupt was? Was kommt da überhaupt noch raus? Ja, also das könntest du dich hier am Wochenende noch fragen. So, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss hier noch mal eine Karte aus dem. Guck mal, wer sich da noch zeigt, die falsche Person. Wollte sich auch mal kurz zeigen, ne? Scheint wohl jemand hier zu sein, der irgendwie einen immer belügt oder an der Nase rumführt oder vielleicht ist eine falsche Person, die ist immer noch da. Na, soll ich dir sagen. So, Freyas Orakel und Wegweiser ist mein eigenes Kartendeck und ich möchte jetzt mal noch eine Botschaft für dich hier am Wochenende oder auch zwei. Ja, der Kämpfer, ne? Der Kämpfer. Und wir sind ja hier die Reisegruppe der Kämpfer bei mir. Aber nicht in dem Sinne, dass wir kämpfen, sondern dass wir nach jeder Niederlage immer wieder aufstehen. Und das symbolisiert auch diese Karte, ne? Diese Wikingerkarte. Jeder Niederlage lässt mich immer wieder aufstehen, ne? Und dafür steht das Ganze auch. Und dann haben wir hier den Eber, komm in deine Kraft und sei wie du bist. Und wir haben hier noch die Reinigung. Hier findet am Wochenende Reinigung statt. Vielleicht kannst du auch hier in die Nähe eines Wassers gehen. Vielleicht gehst du in den Schwimmbad, vielleicht gehst du irgendwo an den See, wenn das für dich relevant ist, oder machst vielleicht da Urlaub. Das könnte hier gewissermaßen für dich zu einer Reinigung führen. So, und dann nehmen wir noch die Zeitkarten fürs Wochenende. So, was sagen die Zeitkarten fürs Wochenende jetzt? 7., 6. bis 9.6. Komm, eine geht noch. Eine geht noch. Die zwei. Die zwei haben wir als erstes. Jetzt geht es gut voran. In 2 Tagen, 2 Wochen. Ne, das symbolisiert das Wochenende. Dann haben wir die 5, du entscheidest selber in 5 Tagen, 5 Wochen. Und dann haben wir die Nummer 10, du beginnst ganz neu in 10 Tagen, 10 Wochen. Also sehen wir das hier wirklich schon, dass du hier am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ne, in 2 Tagen könnte es jetzt gut vorangehen für dich eine Sache. Du entscheidest dann komplett selber, für was du dich hier entscheidest. Und dann beginnst du ganz neu in 10 Tagen, 10 Wochen. Ne? Ich habe hier ganz vergessen wegen der Arbeit. Falls es hier noch ein Arbeitsdings da gibt am Wochenende, ne, da sehe ich hier, dass dich da auch irgendwas innerlich so ein bisschen belastet, weil du hier Klarheit über eine Person bekommen willst. Das kann auch ein Arbeitskollege sein, ne, weil da immer wieder so eine gewisse Unruhe mit drinne ist. Ne? Und du, ja, dir ist halt nicht klar, warum das hier jedes Mal ist. Ne? Und das würdest du auch gerne klären. Ne? Okay, mein Lieben, ich gebe euch jetzt noch einen Engel und Ahne mit. Und da fragen wir mal, was sagen die Engel und Ahnen für dich für das Wochenende? Ja, der Herzhüter, ne? Und der sagt, liebe und lass dich lieben. Ne? Mach dein Herz auch hier auf. Und jetzt weiß ich, wo die Karten von Maxim Mangewitsch sind. Die sind nämlich hier. Und da gebe ich euch jetzt auch noch mal etwas mit. Eine Karte bitte von Maxim Mangewitsch. Ach Gott, jetzt rutschen gerade die ganzen Karten da hinten drauf. Entschuldigt. Ich muss hier mal Ordnung machen am Wochenende. Meine Güte. Okay, geht's weiter. Ein Tipp für das Wochenende von Maxim Mangewitsch aus dem Soulmaster-Orakel. So, die Nummer 36. Öffne jetzt dein Herz. Guck mal. Das passt doch. Liebe und lass dich lieben. Ne?
Öffne jetzt dein Herz, erlaube dir mit einem liebenden Auge hinter die Fassade deines Gegenübers zu blicken. Wir alle sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Ne? Und wir hatten ja hier den König der Schwerter am unteren Kartendeck. Also es geht hier um eine kalte Person, die dir gegenüber immer so eine gewisse Kälte zeigt und wie so ein Eisberg ist. Aber dieser Mensch hat ein Herz. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Mensch hat ein Herz. Und warum verletzt dieser Mensch? Weil er ganz oft selbst verletzt ist. Na? Und er weiß sich wahrscheinlich wirklich manchmal nicht anders zu helfen damit. Aber das soll ja nicht heißen, dass es gerechtfertigt ist, ne? Dass man dich dann verletzt. Ja. Okay, mein Lieben, ich wünsche euch trotz alledem hier ein wunderschönes Wochenende. Macht das Beste daraus. Ne, muss ja jetzt nicht sein, dass komplett alles auch hier auf euch zugetroffen hat, aber vielleicht ein paar kleine Sachen. Ne? Genau. Ja, dann wünsche ich euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende und wir hören uns dann hier am Sonntag wieder zum Wochenorakel. Ciao!